Hallo und herzlich willkommen, Part 4 meines Dark Souls Let's Play Gameplay. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, was es wird. Und ja, ist ja eigentlich mehr ein Let's Play, so viel wie ich mittlerweile babbel. Und ja, wir sind hier immer noch in der Stadt der Untoten, mittlerweile als Mensch unterwegs. Ja, und machen uns jetzt mal weiter auf den Weg und gucken wir mal, wo wir da jetzt rauskommen. Ne? Dumm. Jetzt ist ja wieder alles am Leben. Ach nee, wir konnten ja nicht speichern. Stimmt ja. Okay, die da oben haben wir jetzt auch schon kaputt gemacht. Das haben wir ja alles im letzten Part schon gemacht. Dann. Stopp. Ich sehe dich doch. Oh. Bam. Ah, shit. Ja, der hängt da. Der hängt. Zack. Noch ein. Ah, der heilt sich. Zack. Ah, der kriegt die Tür nicht auf, oder was? Oh, verdammter Pet. Ah, jetzt. Zack. Ah, du vielleicht auch noch. Shit. Oh, ich glaube, das kann man noch machen. Ich kaufe mir noch mehr Pfeile. Mache jetzt nicht so viel Damage. Ah, komm doch. So geht's dann. Ja, ich habe nochmal nachgelesen. Also, wir sind auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen stärker. Okay, eine Chaoswaffe haben wir nicht. Chaos-Schaden wird verstärkt. Aber unsere Defense und unser Widerstand ist verstärkt mit unserer Menschlichkeit. Das freut mich natürlich. Wir haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Gegenstand zu finden. Finde ich auch ganz super. Und ja, versuchen wir mal, diese Menschlichkeit aufrechtzuerhalten hier, ne? Ah, jetzt sind die Frames schon wieder am Arsch. Und jetzt sind die wieder zu zweit hier. Das finde ich nicht so cool. Na? Was wird das hier? Hallo? Ah, scheiße. So, ha. Na, jetzt du, komm, schlag. Warum hab ich... Warum deckst du denn nicht? Alter Schwede, bist du denn... bescheuert hier, ey. Sowas darf natürlich nicht passieren, wenn wir Mensch sind. Ach, jetzt komm, kriegst halt einen Tritt. Zack. Und immer diese Frames. Komm, fangt euch wieder. So, weiter geht's. Gehen wir nochmal hier runter zum Schmied. Ah, Schmied sage ich, zum Händler. Oh, there you are. Still keeping your marbles all together. Then go ahead. Never hurts to splurge when your days are numbered. So, Pfeile wollten wir haben. Ich glaube, da nehme ich einen Standardpfeil mit jetzt hier. Komm, ich nehme so viel mit wie geht. So. Ah, thank you. Oh, kein Problem. Sehr gern. Ah, hier, komm. Können wir dich jetzt auch mitnehmen. Jetzt sind wir schon mal hier, oder? Und zack. So schnell kann es dann auch mal sein. Oh, der lässt was liegen. Eine Hüllenkrieger-Rüstung. Ah, die ist garantiert nicht besser wie meine. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir gucken vielleicht trotzdem nochmal. Ja, die ist ja extrem schwächer. Wollen wir nicht. So. Ich muss aufpassen, dass ich mir jetzt hier keinen Spieler in das Spiel rein warpe. Das mag ich gar nicht so. Was ich gelesen habe, ist auch, wenn wir ein Mensch sind, können sich irgendwie Phantome in mein Spiel einloggen. Ich glaube, das sind dann Spieler, die einen Gegner spielen. Ne? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist natürlich heftig. Ich glaube nämlich, ich habe hier so ein Online-Spiel. Lässt sich nicht von dieser Seite aus öffnen. Schade. Ja, nicht, dass mich hier mal so ein Spieler einfach so abmurkst. Wenn das passiert, dann bleibe ich aber eine Hülle.
Was klappert denn hier drin so? Na? Dich parieren wir? Ah, wieder nicht geschafft. Ich weiß auch nicht. Mit dem Parieren habe ich es halt nicht so drauf. Wow. Bist du... Alter Schwede. Bist denn du für einer? Unglaublich. Fällt mir da voll in den Rücken. Und was höre ich dann hier ständig für Schritte? Das Gefühl mir... Oh, schwarze Feuerbomben. Ich glaube, die mag ich ausrüsten. Schwatz. Zack. Das war gar nicht schlecht. Ich wusste jetzt, dass der da hinten so ein Brandbombenwerfer ist. Warum habe ich den jetzt schnell abgeworfen? Hier ist schon alles tot. Invasion, was? Ach du Scheiße. Invasion, gerade habe ich es gesagt. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Muss ich den jetzt bekämpfen oder was? Und das mit meinen Frames oder was? Nimm mal hier schnell das Zeug. Ich kann den nicht plündern oder was? Doch. Ich bewerf dich. Alter, was ist das? Alter! Das war jetzt fair, glaube ich. Ne? Ring des bösen Auges. Ah, so viel zu meiner Menschlichkeit. Ich halte es nicht aus. Ja. Ah, naja, okay. Dass der jetzt so mächtig ist, ist ja schon krass. Was soll ich denn da machen? Kopfschüsse. Meinst du, der trifft von hier? Ah, schieß. Zack. Aua. Oh, und immer diese Frames, das ist beim Aufnehmen halt noch krasser wie sonst. Verdammt. Was soll man denn da machen gegen so eine Invasion? Muss man da einfach abhauen oder was ist denn da dann das Ziel? Ah, jetzt trifft er mich, oder? Nee. Der kam mir jetzt überstark vor und der hat ja auch irgendwie eine... Hast du mich jetzt gesehen oder was? Okay, dann komm mal her. Der konnte ja irgendwie so eine Druckwelle machen. Also der war ja ganz klar, dass der mich da runterschubsen wollte. Das kann mir keiner was erzählen. Ne? Das ich wollte mich dann halt wegrollen, aber ich Depp war halt noch im Fokus mit drin. Und dann bin ich halt immer um ihn herumgerollt, anstatt dann irgendwie wegzurollen. Und das ging mir dann alles zu schnell und... Das war ein bisschen ärgerlich. Warum bist du denn so ungeduldig hier, Menschenskinder? So, und dich haben wir nicht vergessen. Jetzt haben wir die Typen hier oben wieder. Mal gucken, ob ich das wieder so cool hinbekomme. Ah, diesmal nicht. Das war nur bedingt gut. Oh, shit.
Ja, ja. Du Arsch. Zack. Direkt in die Fresse geworfen. Köder. Was meint er denn mit Köder? Ah, jetzt werde ich, glaube ich, wieder ein Mensch, oder? Oh, dann kommt wieder so ein dummes Phantom. Nee, ich habe nur meine Menschlichkeit wiederbekommen, aber nicht meine menschliche Form. Ja, das ist mir, glaube ich, auch ganz recht. Ich habe mein Feuer da entfacht, das ist ganz gut. Mehr wollte ich erstmal nicht haben. Warum ruckelt das denn hier so ekelhaft? Generalschlüssel benutzt. Sehr schön. Lol. Headshot. Shit. Kommt doch. Ah, Double Kill. Ach, ihr seid ja alle so schwach. Ich glaube, mein Schwert ist so stark. Jetzt loote. Kleine Scherbe. Cool. Dankeschön. Aua, lass mich los. Boah, hier der Ausblick, oder? Herrlich. Geil ist hier. Was? Ah. Ganz hinterrücks wartet da, bis ich da vorbeilaufe, anstatt sich mal zu melden. Puh. Kann man hier. Oh, wir haben sogar 11. Schaut mal, warum habe ich denn 11? So. Ach, da hinten liegt was. Oh, der sieht sehr gefährlich aus. 15. Das hat den überhaupt nicht gebockt gerade. Ah! Verschwinde! Gehen wir schnell durch. Die müssen wir auch noch nehmen. Ah, jetzt bin ich aber ganz schön langsam. Das könnte mein Verhängnis jetzt sein. Oh ja, der ist hinter mir jetzt. Der wird mich jetzt töten. Aber der Ring ist es mir wert, oder? Ah, der ist noch nicht unten. Jetzt kommt er runter. Shit. Nein! Nein! Wow, wow. Oh, Kacke. Ja, ja. Oh.
Habe ich denn mein Schild weggemacht? So. Nein. Ach Mann. Aber dich töten wir hier, das ist doch kein Problem. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ist das spannend. Aber ich könnte ihn tatsächlich schaffen. Jetzt schon. Das wäre ja sowas von geil. Ah, warte mal, nicht in die Falle laufen. Scheiße, verdammt. Aua. Nein. Nein. Der war ja so knapp vorm Tod. Warum habe ich mich so blöd angestellt? Ach. Wollen wir es nochmal probieren? 16 Minuten? Ist langweilig für euch, wa? Ich habe ja den Ring. Ach, ich Nase, ey. Ich hätte es schaffen können. Jetzt habe ich natürlich keine Schwarzbomben mehr. Bin natürlich sauhart ohne. So, hinfort mit dir. Wir müssen ja jetzt ein Stück weiterkommen. Ich glaube, ich lasse den jetzt. Wir probieren es nicht nochmal. Das wird zu zäh. Meine Güte. Ich bin richtig gut gerade, oder? Also, kommt mir gerade so vor. Also... Eigenlob stinkt, ich weiß, aber kommt mir gerade zu sauber vor hier alles. Wenn da wieder ein bisschen mehr Glück als Verstand mit dabei ist. Dieser blöde Helm, den haben wir doch schon. Hier, jetzt machen wir hier nicht so ein Tralala. Ich glaube, du machst meine Frames kaputt. Verschwinde. Ah, Frames immer noch kaputt. Nee, stimmt gar nicht. Jetzt sind sie wieder gut. So, dich haben wir auch nicht vergessen. Ha. Zack. Und zack. Und dann... Zeug, genau. Ah, oh, ich dachte schon. Zack. Scheiße, zu lang gebraucht. Na komm. Müsste ich ja fast zurückgehen. Jetzt habe ich so viel Seelen. Ah! Ah, das. Ja, ja, jetzt. Boah. Dachte, ich sterbe jetzt, ey.
brauchst Schlüssel. Generalschlüssel, geil. Kein Problem. Dann gehen wir mal die Treppe runter. Ist mir sowieso immer ein bisschen lieber wie die Treppe rauf. Hier! Was ist hier? Gibt's hier irgendwas Tolles? Achtung, Dresche. Okay. Versuch's mit Stoß in den Rücken. Das hört sich nicht gut an. Nicht, dass hier schon wieder so ein Schwarzer ist. Die ja doch ganz schön stark waren. Und wenn ich nochmal so Schwarzbomben finde, dann werde ich mich nochmal anlegen mit dem. Das ist ganz klar. Gibt's da was? Ne, sieht nur so aus. Na, ne. Das sieht mir ungesund aus. Oh, der rennt mir hinterher. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe keine Ausdauer mehr. Renn. Oh mein Gott, jetzt ist er schon links zu hören. Das heißt, er ist jetzt ganz nah. Wo komme ich hier raus? Hier. Hier. Wow. 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 Nein. Ach, scheiße, wie dumm. Nicht durch die Tür gekommen. Oh. Was? In der Außenwelt? Ah, was, was, was? Da jetzt war da dieser Anhänger erklärt. Scheiße. Warum lädt das so schnell? Okay, nochmal. Gucken, ob wir das wieder so cool hinbekommen. Ah, hier, du kommst doch eh, oder? Komm. Na, jetzt kommt der auch noch. Komm. Zack. Oh. Hat der mich geblockt? Der hat ein bisschen aufgepasst in der Schule. Der junge Untote. In den Arm getroffen. Zack. Oh. Ich hasse diesen Analogstick. Oh. Jetzt. Mal, da unten war da noch einer. Komm schon. Ah, shit. Sollen sie alle beide kommen, oder? Pass mal auf. Bam. Bam. Ich bin der wütende, springende Krieger. Oh, guck mal, die haben ja beide was. Was habe ich noch bekommen? Gar nicht sehen können. Hier rechts steht noch einer. Den parieren wir jetzt nochmal. Komm, es muss doch mal gehen. Yeah! Bam! Geil. Fett. Das ist schon geil. Ah, falsche Taste. So pariert man nicht. So auch nicht. So auch nicht. Ja, geil, schon wieder. Fett. Jetzt muss ich schon ein bisschen üben. Machen wir hier auch nochmal. Ach so. Nein. Lol. Jawoll. Warum geht denn das jetzt? Okay, gefailt habe ich jetzt schon. Also wenn mir da einer die halbe Energie abzieht, dann wäre es das schon wieder gewesen. Aber ja, es funktioniert doch. Hier vielleicht wieder Brandbombe. Ach nee, das machen wir ohne. Das machen wir heute ohne. Machen wir Sprungangriff, oder? Wow, wow, wow. Scheiße, scheiße. Ey, ihr Fixer. Ach, und diese tollen Frames hier wieder. Wirklich genial.
Ha. Steh einen Meter vor dir und du schießt drüber. Lol. Das nämlich Skill, mein Freund. Super. Hier, kommt her. Ich nehme es mit euch allen auf. Ja, du hast schon verloren. Du hast auch schon verloren. Und du? Ja. Oh. Jetzt bin ich dran. Zack. Hat er jetzt wieder sein blödes Fass da? Nee, ne? Gott sei Dank. So, da runter gehen wir nicht. Das haben wir jetzt gelernt. Ja, und weil wir jetzt noch vor dem Boss stehen, ist jetzt der letzte Boss, den ich noch kenne. Also zumindest den ich vom selber Spielen her kenne, sollte man... Was ist denn das? Hallo? Hallo? Was ist das? Funkeltitanit. Zwei Stück. Der sich jetzt in so einer Tonne hier versteckt. Muss ich die doch mal alle aufmachen? Ist das laut hier oder was? Ja, auf jeden Fall, wir gucken uns jetzt nochmal den Boss an, denn wenn ich ihn hinbekomme, dann ist das eine Sache von 5 Minuten. Wenn ich ihn nicht hinbekomme, dann werden wir im nächsten Part noch einmal sehen, wie ich diese... Moment, ich muss noch... Wo ist denn mein Seelenkram? Fällt mir gerade ein. Den haben wir noch gar nicht eingesammelt. Hätte ich jetzt fast vergessen. Warum liegt denn das nicht hier? Der hat mich doch hier... Da liegt's. Cool. Okay, 4600 Seelen. Top. Und so gehen wir jetzt zum Boss. Ah, ich bin so mutig, oder? Ich meine, ich muss ja nur irgendwo sterben, wo... Muss ich wieder drankommen. So einfach ist das. Ah, ich mache mir da keine Gedanken. Wir kriegen das jetzt einfach hin. So einfach ist das. Achtung, Scharfschütze vor dir. Das stimmt jetzt nicht so ganz, weil der ist hier hinter uns. Das ist tatsächlich auch eine gute Idee. Lässt uns sogar noch was liegen. Eine leichte Armbrust zum Looten. Okay. Ja, können wir nochmal hier den schönen Sonnenschein genießen. Unglaublich. Unglaublich. Und jetzt geht's los mit dem Boss. So als Belohnung, dass ihr den ganzen Part jetzt durchgehalten habt. Werdet ihr jetzt zusehen dürfen. Ich hoffe, ich pack ihn. Ich glaube, ich lege mir Brandbomben in die Hand. Warum ich da oben jetzt freigemacht habe, das werdet ihr gleich noch richtig sehen. Na, gleich kommt er. Da ist er. Boah. Ein Taurus-Dämon. Wahnsinn. Er ist natürlich so fett, dass er hier nicht hochkommt. Boah. Wow. Haha. Jetzt müssen wir schnell genug sein. Bam. So dann nicht. Jetzt hat er mich getötet. Ich hoffe, ich konnte überhaupt nichts machen. Scheiße. Naja, dann ist das jetzt ein toller Cliffhanger für den nächsten Part, ne? Da stehen wir wieder in der Stadt der Untoten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch ein paar Tipps oder Tricks oder schreibt mir, was euch gefallen hat an dem Video oder was nicht. Schreibt mir irgendwas. Ich würde mich sehr freuen. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bye, bye, euer Längster.